Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bin wieder 5 Minutes to Kill Yourself Wedding Day. Wir haben dasselbe Spiel vor 5 Tagen gespielt. Allerdings dieses Mal nicht beim Job, sondern in der Hochzeit müssen wir uns selber eliminieren. Weil ich meine, nun sind wir erwachsen geworden und wir wollen eigentlich gar nicht erwachsen sein. Und wir wurden gezwungen zu heiraten. Und der einzige Weg, um da rauszukommen, ist, sich selbst zu ermorden. Naja, zumindest ist es so bei dem Spiel, weil heiraten ist ja eigentlich was Schönes. Aber wir haben gar keinen Bock zu heiraten, Leute. Aber wir müssen heiraten. Und deswegen haben wir nur 5 Minuten Zeit, um uns selber zu töten. Und dafür gibt es verschiedene Wege. Und mal schauen, was es so geben wird, Leute. Nun, je schneller wir es schaffen, desto besser sind wir. Also lass mal sehen, ob wir uns so schnell eliminieren können wie möglich. Also lass das Spiel beginnen und gucken, was hier passieren wird. Wir sind quasi im Junggesellenabschied, so wie es aussieht. Und was ist da los? Sind das wir und mit unserer Frau? Ich glaube ja, Leute. Das Kind kostet Geld, die Frau nervt, die Frau will mehr Kinder, es kostet noch mehr Geld. Dann werden die Kinder groß und dann stirbt man irgendwann und er denkt sich so, das ist... Oh, bis der Tod uns scheidet, okay. Das ist mein Leben. So soll mein Leben aussehen, okay. Und das mag er natürlich nicht, logischerweise. Deswegen, obwohl nein, das ist eigentlich ganz schön natürlich. Aber für manche Menschen ist es einfach nichts. Also, wir können sogar, ja, wir können sogar mit einem Freund spielen. Aber wir spielen alleine. Hier wird uns gezeigt, wie es funktioniert. Das ist uns aber egal, Leute. Und hier können wir sogar Kleidung wählen. Okay, das ist witzig. Wir können sogar zwei Frauen nehmen, die zusammen heiraten. Aber nein, wir nehmen erstmal den Mann. Wir geben ihm braune Haare. Ja, wie mache ich ihn denn? Wir können ihn sogar schwarz machen. Schwarz mit braunen Haaren. Oder schwarz mit weißen Haaren. Sieht auch cool aus. Ich meine, es geht sogar schwarz. Spaß mit orangen Haaren, aber nein, ich bin eher so mit blauen Haaren, Leute. Wir können sogar ein Outfit wählen. Cool. Ich glaube, ich gehe so, Leute. Das gefällt mir sehr gut. Und unsere Frau hat gelbe Haare und sie ist schwarz mit gelben Haaren. Nein. Sie kann sogar extrem weiß sein, wenn sie will. Aber wir machen sie, ja, so. Und wir geben ihr so ein Kleid, was sehr schön aussieht. Ich nenne mich Danny und die andere nenne ich... Es gibt so viele Sachen, die ich nehmen könnte, um mich dann selber zu töten. Aber ich nehme einfach mal Angela. Okay, okay, ich würde sagen, let's go, Leute. Lass uns bloß nicht heiraten, sonst haben wir keine Chance. Dann lassen wir mal sehen, Leute. Oh, was habe ich getan? Oh, ich habe die Musik kurz ausgemacht. Ne? Okay, ich sehe dich. Hä, wieso mache ich die Musik derzeit aus? Oh nein, ach so, wir können sogar so steuern. Lass mal zu ihr gehen, Leute. Hey, kannst du mich eliminieren? Hallo, kann mich bitte jemand schlagen? Oh mein Gott, was passiert jetzt? Die schlagen sich gerade, keine Ahnung wieso. Sehr schön, Leute, sehr schön. 8% gekratzt wurde ich. Lass mal sehen, was hinter der Tür ist. Hoffentlich finden wir da was Gutes, was mich ziemlich gut eliminieren kann. Dann lass mal sehen. Okay, da liegt noch was im Boden. Sehr schön, hebt das auf. Okay, und hat mir das gebracht? Ich habe keine Ahnung, Leute. Da können wir aber hin. Ja, genau, betrink dich. Oh mein Gott, das ging ins Auge. Korkt. Es heißt einfach korkt, Leute. Wie witzig. Oh. Eieiei. Das ist gar nicht so ohne, oder? Das ist auf jeden Fall nicht ohne. Oh, er hat die... Alter Schwede, er hat die Kerze an seinem Auge. Keine Ahnung, was gemacht. Das tat auf jeden Fall weh, Leute. Nein, gib mir kein Leben dazu. Gib mir kein Leben dazu. Was macht das? Ah, okay. 17% with Lasers. Ich glaube, wir müssen auf 100% kommen, Leute. Ist da irgendwas oben? Nee, irgendwie nicht, ne? Keine Ahnung, was wir hier noch finden können, Leute. Wir können mal das Ganze mit der Maus spielen. Ich weiß gar nicht, ob das beim letzten Spiel auch so war. Aber das ist sogar sehr hilfreich, dass wir das tun können. Können wir... Nein, ich wollte nicht rein. Oh Gott, ich schaffe das nicht sonst, Leute. Geh raus, geh raus, geh raus. Wohin können wir gehen, Leute? Ich habe keine Ahnung, wohin wir noch gehen können. Es gibt eigentlich so viele Stellen, wohin wir gehen können. Aber ich weiß es gerade nicht, Leute. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Es gibt so viele mehr Stellen. Hey, Buddy, kannst du mir irgendwas antun? Irgendwas? Alter Schwede, ich bin voll verzweifelt. Wohin soll ich gehen? Lass mal hier rausgehen. Vor allem, er bewegt sich auch so komisch. Diese Steuerung ist sehr merkwürdig. Okay, da haben wir Pfeile. Überall, wo die Pfeile sind. Okay, beeil dich bitte. Oh, Pfeil. Okay, geh dahin. Geh dahin, geh dahin. Sehr schön. Und damit wird sie mich verprügeln. Sehr schön. Bitte nochmal. Oh mein Gott, das hat nicht gereicht, Leute. Da ist irgendwas. Hey, was ist da los? Okay, die Gang verprügeln mich, die Loser-Gang. Ich meine, kommt schon, Leute, diese Typen sind noch nicht stark, okay? Die verprügeln wir easy, wenn wir wollen. Aber wir lassen uns von denen verprügeln, damit sie einmal in ihrem Leben denken, dass sie was wert sind, okay? Dass sie irgendwas machen können. Und ja, wir machen dasselbe nochmal. Schön ins Auge, was sehr schön ist. Komm schon, noch weiter, 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 weiter. Wundervoll, Leute. Und sind wir tot? Anscheinend immer noch nicht. Ist das denn ernst? Was passiert denn jetzt? Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, was los ist, Leute. Ich kann hier auf jeden Fall nicht lang. Oh, no. Das ist gerade gar nicht gut. Geh dahin, nimm das. Was auch immer das ist. Können wir damit jetzt hochgehen? Ich glaube, ja, Leute. Ich glaube, damit können wir hochgehen, oder? Komm schon, das ist verboten. Tja, ist mir egal. Oh. Wie viel Schaden war das bitte? Das war 21 Schaden. Das war sogar ziemlich geil, Leute. Auf geht's zurück. Okay, okay. Was kann ich noch mal, Leute? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was ich noch tun soll. Ich finde leider nichts mehr. Lass uns mal rausgehen, Leute. Kann mich bitte jemand eliminieren? Es kann doch nicht sein, dass es so wenig Sachen hier gibt. Ich meine, wir sind in der verdammten Kirche. Hey, Buddy, kannst du bitte... Ja, sehr schön. Sehr schön. Nur 10% mit der Strohwind ins Gesicht. Ich verstehe halt gar nichts mehr. Wie das sein kann, Leute. Irgendwo noch mehr? Komm schon. Ich muss doch irgendwo Pfeile sehen. Da ist ein Teddybär. Komm schon, der Teddybär muss mich doch töten können, oder? Wir können uns hinsetzen, was auch immer das bringt. Das Kaugummi.
Ah, okay, wir kotzen, weil wir das Kaugummi... Okay, das verstehe ich gerade gar nicht. Und wir können das Kaugummi an verschiedenen Orten sogar rausziehen, was sehr schön ist, Leute. Okay, und wir haben es geschafft. Wir sind tot. Aber das geht schneller. Nur in 2 Minuten 52. Warte mal. Das hat doch nicht so wenig gedauert. Das hat doch länger gedauert, oder? Aber es war in Ordnung, aber es war nicht gut. Es war auf jeden Fall nicht gut, Leute. Das kriegen wir besser hin. Let's go, baby. Na gut, Leute, ich will nicht heiraten. Erstmal setzen wir die ein. Das ist ganz gut, Leute, weil... Die streiten sich und wir wollen nur dazwischen gehen und denen helfen, sodass die sich nicht mehr schlagen. Weil ich meine, komm schon, Pflaumenschlägerei muss ja jetzt echt nicht sein bei einer Hochzeit, okay? Ich meine, wahrscheinlich waren die sauer. Weil ihr kennt das ja, wenn die Braut die Blumen nach hinten wirft und dann wird die nächste heiraten und jede Frau will heiraten. Das ist quasi so ein Ding. Und deswegen, ja, haben die sich geschlagen, okay? Die waren einfach damit nicht zufrieden, dass die andere die Blumen aufgefangen hat und nicht, ja, nicht die andere. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und dann gab es die Schlägerei. Ganz normal bei einer Hochzeit, Leute. Wenn eine Frau die Blumen nicht fängt, ist sie ja extrem angepisst. Das steht fest, Leute. Ich frage mich, wie viele verschiedene Sachen es hier geben wird. Waren wir hier schon? Warte mal, waren wir hier überhaupt schon? Brofight. Einfach nur Brofight. Hey, hat irgendjemand Lust? Ah, da ist jemand mit dem Pfeil. Das gefällt mir sehr gut, Leute. Oh mein Gott. Was war das? Eye Candy? Alter Schwede, war das Non? Oh mein Gott. Ich verstehe halt gar nichts mehr. Können wir rausgehen? Wir haben hier eine Combo auf jeden Fall. Können wir rausgehen oder nicht? Ja, es geht raus. Aber da war was. Da war was Grünes, Leute. Verdammt. Hier ist eine alte Frau. Okay, da haben wir etwas. Lass mal sehen, eine Blume. Da haben wir Flaschen, so wie es aussieht. Sehr, ah, okay, der Korken ins Auge. Das ist super witzig, Leute. Wie kommt man auf die Idee, sowas zu tun, haben wir eine Frau? Da können wir Blumen schenken. Oh mein Gott, sie war blind. Okay, für mich würde es... Ich würde jetzt schon nicht mehr... Nee. Sorry, nein. Was ist jetzt los? 3% nur, das ist echt nicht viel, Leute. Da haben wir etwas. Ein Buch, so wie es aussieht. Dieses Buch können wir benutzen, um es gegen unser Gesicht zu schlagen, was doch sehr schön ist, Leute. Aber es geht weiter. Wir müssen weiter auf diese Pfeile aus, achten, Leute. Ein Feuerzeug ist hier. Und wo noch, Leute, wo noch? Da haben wir mehrere Sachen, Leute. Wir haben so viele Sachen. Ah, sehr schön, eine Kombo. Wundervoll, Leute. Perfekt, besser geht's gar nicht. So, wir wurden verbrannt. Lass mal sehen. Lala. Ah, schon wieder ins Auge. Das tut echt weh, Leute. Das tut megamäßig weh. Dasselbe können wir aber nochmal tun, was sehr gut ist, Leute. Komm schon, Buddy. Na los. Und raus geht's. Zurück geht's, zurück geht's. Dann lass mal sehen, was können wir noch machen, Leute. Du hast mich schon eliminiert. Rausgehen können wir nicht mehr, ne? Lass mal da reingehen. Waren wir hier schon drin? Ich habe keine Ahnung, ob wir hier schon drin waren. Ich bin überfordert, Leute. Ich glaube, ich habe... Oh, hier waren wir noch gar nicht, okay. Oh, what? Warte mal, 4% Schaden, das ist sehr gut, weil wir können hier 3 Gläser benutzen. Oder Scheiben oder wie auch immer. Schminktische sind das nämlich. Wo die Braut sich schminkt, schminken soll, schätze ich mal. Was sehr, sehr schön ist. Komm schon, lass mich schnell töten. Oh, da haben wir wieder 2 Frauen, die sich schlagen. Perfekt, perfekt, um dazwischen zu gehen, Leute. Wenn ihr euch selber eliminieren wollt, geht zwischen eine Frauenschlägerei. Das steht fest. Gibt's hier nicht mehr? Das war's? Vor allem, wieso haben die sich geschlagen? Weil keine von denen die Schminke bekommen hat, die sie wollte. Ich habe wortwörtlich keine Ahnung, wieso die sich geschlagen haben. Ist mir aber vollkommen egal gerade. Wir können gerne, ich glaube, hier war das, oder? Nein, hier ist gar nichts. Ah, da habe ich was gefunden, Leute. Sehr schön. Gib mir das. Heb das auf. Heb das auf, Bro. Sehr schön. Und ich glaube, jetzt hatten wir hier was, oder? Nein, anscheinend nicht, Leute. Das ist gerade ganz und gar nicht gut. Ich weiß nicht, wie ich mich selber eliminieren soll. Das ist gerade mega fail. Was soll ich tun? Meine Frau will das nicht. Oh nein. Ich weiß nicht, wo lange ich gehen soll, Leute, um selber zu sterben. Ich habe gerade ein großes Problem. Ah, hier war ich noch nicht, ne? Hier war ich noch nicht. Das ist sehr gut. Komm schon, schlage dich. Oh mein Gott, so viele Sachen. Oh je, das ist nicht gut. Die Nonne eliminiert mich. Okay, das ist sehr schön. Und wir sind tot. Wie viel? In 3 Minuten 3. Das war schlechter als der Anfang, ich glaub's gerade nicht. Wahrscheinlich, weil ich nicht die Sachen wiederholen wollte, die wir am Anfang hatten. Aber ja, Leute, das ist das Spiel. Wir haben uns endlich sehr schön eliminiert quasi. Jetzt müssen wir nicht heiraten. Ich meine, anstatt einfach Nein zu sagen, haben wir uns selber getötet. Ich meine, wo zum Teufel ist der Sinn? Aber im Endeffekt spielt es keine Rolle, weil wir haben es gemeistert. Für mehr solche Spiele, lasst einen Daumen da, falls du es bisher geschafft hast, schreibe Badass in die Kommentare und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye, bye. Danke für das Zuschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal einer meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts, also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!